Dr. Stumpfl war 30 Jahre im Parlament tätig, also man kann ihn durchaus als Titan der Politik bezeichnen. Dr. Stumpfl ist ein Mandatar gewesen, der sich insbesondere für das Waldviertel eingesetzt hat, neben seiner großen Tätigkeit in der Bundespolitik für Wirtschaft und so weiter und vor allem als Finanzstaatssekretär. Ich darf nachträglich Herr Dr. Stumpfl zum Geburtstag gratulieren. Das war am 3. März, das ist zwar schon einige Tage vorbei, aber natürlich habe ich ein bisschen nachgeschaut und habe gesehen, Dr. Stumpfl ist im Zeichen des Fisches geboren sozusagen. Und wenn man sich dann googelt, das Sternzeichen Fisch, naja, sozusagen, was zeichnet einen Fisch aus? Von den natürlich guten Eigenschaften steht da hilfsbereit, mitfühlend, idealistisch, kreativ und gefällig, großzügig, tolerant, bescheiden, aber vor allem auch harmoniebedürftig. Und wer in den letzten Jahrzehnten, würde ich fast sagen, den Dr. Stumpfl im Parlament erlebt hat und auch im Fernsehen bei heißen Diskussionen, naja, bei der harmoniebedürftig habe ich so ein bisschen meine Zweifel immer gehabt. Konsensorientiert, sagen wir so. Sagen wir konsensorientiert, gut. Und die Fische haben, und der Dr. Stumpfl als Fisch im Sternzeichen, hat natürlich ganz, ganz prominente, Genossen, aber nicht im politischen Sinn gemeint, sondern im Sternzeichen gemeint. Was weiß ich, vom George Washington begonnen, über Rudi Dutschke, über Erdogan, Michael Gorbatschow und hin zu Rudolf Kirchschläger. Das ist einmal die politische Ebene. Und von der wirtschaftlichen Ebene immerhin den berühmten Hans-Werner Sinn aus München, den Apple-Gründer Steve Jobs, den Niki Lauda und den Jakob Fugger vor allem. Der hat viel mit Geld zu tun gehabt im Mittelalter und hat also die Politik finanziert. Und auch was die Hobbys und was den Günter Stumpfl privat ausmacht, nämlich Kunst, Weinliebhaber, Reisen, Gartenarbeit, Familie und Politik natürlich als Hauptbeschäftigung, hat er natürlich auch sehr gute Genossen im Sternzeichen des Fisches, was also die Kunst betrifft, im Allgemeinen jetzt gemeint, von Wolfgang Ambros angefangen bis zum Karl May, bis zum Heinz Rühmann, Herr Reinhard Fendrich und dem Harry Belafonte. Ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Stumpfl ist verheiratet, zwei Kinder, schon ältere, zwei Töchter, die Susanne und die Katharina, die Gattin Renate und wie gesagt, die Hobbys sind Familie, Kunst, Wein, Reisen und Gartenarbeit. Jetzt muss man sich vorstellen, die Karriere des Günter Stumpfl hat begonnen 1980. Kaum vorstellbar, ne? Diese lange Zeitspanne. 1980 kam er zunächst in den Bundesrat für 3 Jahre und 1983 war das erste Mal er im Nationalrat. Das war jenes Jahr, als Kreisky abgedankt ist nach dem Mallorca-Paket. Und da folgten 7 Jahre im Nationalrat. Dann wurde Dr. Stumpfl Finanzstaatssekretär in 2 Kabinetten von Franitzky und darauf folgten dann 23 Jahre im Nationalrat bis eben 2013. Und in dieser langen Periode bis 2013 war er auch 8 Jahre stellvertretender Clubchef der ÖVP, hat also alle Leiden der ÖVP mitgemacht. Aber was für einen Abgeordneten, deren Arbeit man ja oft gering schätzt, weil sie ja hinter den Kulissen stattfinden, nicht in der Fernsehkamera und auch nicht im Plenum. Plenum ist normalerweise ein bisschen ein Theater immer. Aber tatsächlich sind es die Ausschüsse, wo die wirklichen Arbeiten geleistet werden. Und ich habe mir heute Vormittag in Vorbereitung auf diesen Abend ein bisschen im Parlamentsarchiv angeschaut, die Tätigkeit des Günter Stumpfl. Und man soll es nicht glauben und es ist unglaublich. Dr. Stumpfl wurde im Laufe der 30 Jahre 107 Mal für diverse Ausschüsse angelobt. Ausschüsse für Finanzen selbstverständlich, aber Finanzsprecher der ÖVP, für EU-Angelegenheiten bis hin zum europäischen Schutzschirm, ESM, dann für Bauten, für Wirtschaft, Industrie, für Außenpolitik, für Budget, Immunität, Volkswirtschaft, Rechnungshof, Justiz, Familie, Tourismus, Banken, Landesverteidigung, Hauptausschuss, Gesundheit, Beamte und Arbeit und Soziales. Das habe ich selber nicht mehr gewusst. Ja. Also Sie können sich vorstellen, dieses breite Bouquet an politischer Tätigkeit lässt uns hoffen, dass Dr. Stumpfl uns heute einige Fragen und einige Ansichten in deutlicher Sprache
beantworten wird. Und nachdem wir heute sehr, sehr aktuell sind, was also die Regierungspolitik und vor allem die Wirtschaftspolitik betrifft, beginne ich gleich mit dem jüngsten Hauptereignis in der österreichischen Innenpolitik der letzten Tage, Stichwort Steuerreform. Und der Dr. Stumpfohl, ein unglaublich loyaler ÖVP-Abgeordneter immer gewesen, der einmal gesagt hat, seine größte Herausforderung bzw. seine besten Erinnerungen an seine politische Laufbahn sei der EU-Beitritt Österreichs gewesen, seien die sieben Jahre schwarz-blau gewesen und seien vor allem die Arbeiten in der Regierung gewesen, an der er teilgenommen hat. Dieser Dr. Stumpfohl hat mir vor jetzt drei Wochen in Anlehnung an die Steuerreform, die am 17. März ja von der Regierung angekündigt worden war, gesagt, naja, der 17. März wird die Stunde der Wahrheit bringen. Und jetzt frage ich den Dr. Stumpfohl, ist es die Stunde der Wahrheit geworden und wenn ja, welche Wahrheit? Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie haben jetzt gesehen in der Einführung des Professor Wachter, warum ich auf die Frage, welchen Journalisten ich gerne hätte für das Interview, oder wie der Wachter genannt habe, denn er gehört zu jener Spezies von Journalisten, die sich noch vorbereiten. Ich kenne viele, die bereiten sich gar nicht vor und ich kenne auch viele, die recherchieren gar nicht, die sagen, weil wenn ich zu viel recherchiere, bricht die Story dann zusammen. Die wissen schon vorher, wie die Story sein soll, was sie schreiben wollen und da verzichten sie auf Recherche. Der Hubert Wachter ist genau das Gegenteil. Wir kennen uns wirklich auch schon Jahrzehnte und ich bin wirklich immer sehr, sehr geschätzt und ich glaube, was du da alles erzählt hast, also ehrlich gestanden, ich habe das selber alles nicht gewusst. Wahrscheinlich ist das heute alles im Internet zu finden. Früher war das gar nicht möglich. Darf ich nur sagen, vielleicht, weil du diese vielen Ausschüsse erwähnt hast, ich muss natürlich zugeben, ich habe natürlich in meiner Laufbahn auch sehr viel Glück gehabt. Ich habe in der Industriellen Vereinigung 25 Jahre das Ressort Sozialpolitik gehabt. Dann wurde ich über Nacht umfunktioniert zum Staatssekretär im Finanzministerium und habe also mit Finanzen mich jahrelang beschäftigen können. War im Parlament zunächst einmal Gesundheitssprecher und Obmann vom Gesundheitsausschuss. Habe daher die ganzen Gesundheitsagenten mir aneignen müssen. War dann in der Wirtschaftskammer 9 Jahre als Generalsekretär die ganze Wirtschaftspolitik. Also insofern hat meine Berufslaufbahn, war wirklich, also muss ich wirklich zufrieden sein, weil ich Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik alles jahrelang machen konnte und daher natürlich dann verständlicherweise. Und jetzt darf ich die kurz unterbrechen, Herr Dr. Stumpfohl. Ich habe bei dem Fisch natürlich nachgeschaut, wie die Astrologen die Fische charakterisieren und da haben wir einen Ansatz ausgeschrieben und der passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Über den Fisch wird gesagt, da er fortwährend von Veränderungen und Aufregung angelockt wird, er sehnt es nicht so sehr wie Gemütsstabilität. Und er ist manchmal ein Träumer, der sich unmöglichen Träumen hingibt. Das hat er offenbar wirklich gemacht, 30 Jahre lang. Also okay, das nur zur Erklärung, warum da so viele Ausschüsse sind. Ich darf auch sagen, vielleicht etwas noch, was immer wieder gefragt wird. Wieso kann ein Politiker einmal das machen und einmal das machen? Wieso kann ein Minister einmal das Ressort haben und dann das andere Ressort? Darf ich ganz offen sagen, glauben Sie mir, aus Jahrzehnten, die Fachkenntnisse sind nicht das Entscheidende. Die Fachkenntnisse kann man sich sehr rasch aneignen. Ich habe gesagt, ich war zum Beispiel Leiter der Sozialpolitik, Gesundheitssprecher und musste nach einem halben Jahr in der Pressestunde im ORF als Finanzsekretär alle Fragen auch brillieren, auch machen. Du hast in einer Spitzenposition, hast du ab dem ersten Tag alle Experten, alle Fachleute zur Verfügung, die froh sind und stolz sind, wenn sie einen Termin beim Minister kriegen, einen Termin beim Staatssekretär kriegen. Und du kannst es aufsaugen wie ein Schwamm. Aber das ist heute doch nicht so, weil wenn ich mir das Bildungsressort ansehe, wo zwei Ministerinnen in den letzten Jahren das eigentlich an IT-Dingen gescheitert sind. Das liegt an den Personen. Aber sonst ist entscheidend, kannst du rasch unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Bist du bereit zu delegieren? Bist du im Bereich Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation bekannt? Hast du Verhandlungserfahrung? Und das sind lauter Eigenschaften, die eigentlich mit den reinen Fachkenntnissen nichts zu tun haben. Im Übrigen haben sehr oft schon reine Fachleute in der Politik erleben müssen, wie rasch man dort als reiner Experte eigentlich scheitern kann. Das nur zur Erklärung, wenn mir wieder gefragt wird, wie gibt es das, einmal das Ressort, einmal das, wie ich bin auch herumgehupft von der Sozialpolitik, Finanzpolitik und so weiter. Aber jetzt zur Frage vom Hubert, die jetzige Steuerreform, Tag der Wahrheit. Naja,
Es war insofern ein Tag der Wahrheit, als diese Regierung, sage ich ganz offen, das nicht gemacht hat, was ich als Finanzsprecher der ÖVP jahrelang gemacht habe. Ich habe da geleitet eine Steuerreformgruppe. Und ich habe bei den ersten Sitzungen gesagt, in den ersten Sitzungen beschäftigen wir uns überhaupt nicht mit Steuerfragen, da beschäftigen uns wir mit der Ausgabenseite. Das heißt, welchen Spielraum für eine Steuerreform können wir ausgabenseitig schaffen? Das ist diesmal leider gar nicht geschehen. Die große Schwachstelle dieser Steuerreform ist, dass eigentlich die Steuerquote kaum sinken wird. Es ist in hohem Ausmaß eine Steuerumverteilung und keine Steuersenkung. Die sogenannte Gegenfinanzierung, nicht von der Ausgabenseite her, sondern wieder von der Einnahmenseite her. Also ich habe das auch in der Öffentlichkeit schon kritisiert, ehrlich gestanden, trotz aller Loyalität, aber so ehrlich muss man sein. Und ich sage immer, ich stelle meine eigene Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel. Heute wem zu erklären, dass das ein großer Wurf ist und dass das ist, was wir uns alle erwartet haben, da würde ich meine eigene Glaubwürdigkeit verlieren. Darf ich da einhaken? Also wenn diese Steuerreform jetzt von der Bundesregierung als mittlerer Wurf verkauft wird, also wir haben endlich was zusammengebracht auf gut Deutsch. Und wenn ich dann gleichzeitig sehe, dass heute in Krems eine Koalitionsklausur, eine Regierungsklausur stattfindet, wo man tatsächlich ja sagt, die Steuerreform war nur der erste Schritt und jetzt kommen eine Kaskade von Reformen, nämlich Bildung, Arbeitsmarkt und, weil das alles ein Gesamtpaket sein soll. Und wenn ich dann noch höre, dass der Finanzminister vorhat, den Föderalismus völlig neu zu gestalten auf dem Umweg über den Finanzausgleich, auf dem Umweg über ein neues Haushaltsrecht in Österreich, wo alle Gebietskörperschaften endlich eine gemeinsame, eine einheitliche Buchhaltung verfolgen müssen, also weg von der Kameralistik, dass man endlich wirkliche Ziffern auf den Tisch bekommt. Ist das eine Märchenstunde oder was ist das eigentlich? Also das sind Formulierungen, die ich viele Jahre lang gehört habe. Ich sage mal, ich höre die Botschaft wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wobei halt in der Politik eines ist, und das muss man an Hans-Jörg Schelling, der aus einem unternehmerischen Lager kommt, zugute halten. In der Politik, in der Demokratie, kannst du 100-mal überzeugt sein, dass deine Position die richtige ist. Wenn du keine Mehrheit hast, hilft dir das nichts. Das heißt, ein Unternehmer sagt sich, ich habe mehrere Probleme, welche Lösungsmöglichkeiten habe ich, welche ist die beste, die ziehe ich durch. Das kannst du in der Politik auch machen, aber dann musst du schauen, wie du dafür eine Mehrheit findest. Im Ministerrat sogar die Einstimmigkeit findest. Also das ist der große Unterschied zwischen Management und Politik und das wird bei all seinen vielen Talenten Hans-Jörg Schelling auch noch wahrscheinlich zur Kenntnis nehmen müssen. Ich kann mich erinnern, wie der Ding sofort gesagt hat, der Häupl oder auch der Hundsdorfer, was der Schelling gesagt hat, das geht ihm nichts an. Ne? Also das wird die große Frage sein, gelingt es in dieser Konstellation, die seit Jahren dringend notwendigen ausgabenseitigen Strukturreformen durchzuführen? Bei dem Punkt eingehakt, ist es nicht so, dass diese Reformen, diese Kaskade an Reformen, ja, die jetzt angekündigt ist, ist die nicht insofern zwingend notwendig als die österreichische Staatsverschuldung, bezogen aufs BIP, derzeit an die 90% bereits ist? Du selber sagst, dass die Steuerreform die Gegenfinanzierung in der Luft hängt, also werden wir es wahrscheinlich auf Pump finanzieren müssen. Und dann haben wir noch das Damoklesschwert Hypobank über uns mit 20 Milliarden am Ende des Tages. Wir wissen nicht, was beim Asset-Verkauf herauskommt. Das heißt also, es geht doch darum, die Staatsverschuldung wird steigen auf 92-94%. Das ist in Wahrheit dramatisch, weil 33% dann schon über dem EU-Kriterium. Es bleibt doch dieser Regierung in Wahrheit nichts anderes übrig, als jetzt wirklich an den Schrauben zu drehen und sozusagen die Staatseinkünfte in irgendeiner Form zu konsolidieren. Naja, das ist völlig unbestritten, dass es dringendst notwendige Strukturreformen sind, die eigentlich schon vor Jahren hätten vorgenommen werden müssen, aus den bekannten Gründen, also du brauchst eine Mehrheit, nicht zurande gekommen. Wobei, das Hauptproblem sehe ich ja darin, dass wir eine gewisse moralisch-ethische Verpflichtung auch unseren Kindern und Enkelkindern gegenüber haben. Also bis jetzt schieben wir alles immer in die Zukunft. Staatsverschuldung heißt ja nichts mehr wie verbrauchte Zukunft. Und der Staat handelt hier genau gegenteilig, wie jeder Private handelt. Ich kenne nur Eltern, die sagen, ich tue alles, damit es den Kindern aber zumindest genauso gut oder besser geht. Der Staat sagt, wir konsumieren jetzt und die Schulden sollen aber unsere Kinder mal zurückzahlen. Also ich halte das allmählich auch für politisch, ethisch, moralisch unverantwortlich der Jugend gegenüber.
Und ich muss sagen, ich wundere, das hat man in einer Diskussion gesagt, ich wundere ja manchmal, dass weil die Jugend das eigentlich alles sehr resignierend hinnimmt. Ich meine, die Senioren sind, wie Sie wissen, toll organisiert, da ist der Andreas Kohl, der Charlie Blecher und so weiter. Die Jugend nimmt das, ich sehe das zum Teil an meinen Kindern oder Schwiegersöhnen, die sagen, naja, das ist halt so, und dass wir mal keine Pension kriegen werden oder nicht viel, das wissen wir eh, wir sorgen halt selber vor. Also das ist eigentlich unglaublich, wie viel sich die Menschen, weil die Jungen eigentlich gefallen lassen. Das wundert mich manchmal, ich will jetzt da nicht zu keiner Revolution bitte irgendwen ermuntern, aber an sich muss mich wirklich sagen, manchmal wundert mich das, was du sagst und was ich auch seit Jahren predige, Strukturreformen im Pensionsbereich, im Gesundheitsbereich, im Verwaltungsbereich, überall im Bildungsbereich. Wobei bitte, das sage ich auch immer dazu, sparen in diesen Bereichen heißt nicht sparen zu Lasten der Gesundheit, sparen zu Lasten der Bildung, sparen zu Lasten der Sicherheit. Das heißt nur die Mittel effizienter einsetzen. Und was der Rechnungshof seit Jahren kritisiert, bitte. Wir haben halt diese hohe Schuldenquote. Nicht deshalb, weil wir so viel in die Zukunft investieren. Wir haben sie deshalb, weil wir weite Bereiche des Öffentlichen unglaublich ineffizient organisiert haben. Da muss ich dich jetzt aber schon als ehemaliger Finanzstaatssekretär ansprechen und als Regierungsmitglied in Wahrheit. Ist es nicht, wenn ich das alte Motto, und wir sind hier im Gewerbeverein und da kann ich das sagen, ist es nicht, wenn ich das Motto hernehme, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes, hätte man die Steuerreform in der Form nicht absagen müssen? Jeder Steuerexperte und Budgetexperte hätte gesagt, ja, hätte sie absagen müssen. Die Politik sagt bitte, wir haben sie im Regierungsprogramm drinnen, wir haben uns so weit hinausgelehnt, alle erwarten sie Gesichtsverlust. Wobei eines hatte ich schon sagen muss, ich möchte die Steuerreform aus einem Grund auch nicht schlecht reden. Ich sage nur, sie hat einen großen Nachteil, sie ist nicht ausgabenseitig finanziert. Ich möchte deshalb nicht schlecht reden, weil natürlich die Senkung vor allem des Eingangssteuersatzes dringendst notwendig war, bitte. Ein Eingangssteuersatz von 36,5% bei mehr als 11.000 Euro pro Jahr Einkommen ist ja derart leistungsfeindlich, dass es dringendst notwendig war. Und auch, dass man die 60.000, ob der die 50% auch ein bisschen erhöht hat, war auch dringend. Wir haben einen wirklich wahnsinnig leistungsfeindlichen Steuertarif gehabt. Sehr leistungsfreundlich ist er immer noch nicht, weil noch 2-3 Jahre wird die kalte Progression wieder dorthin bringen, wo wir derzeit waren. Aber noch einmal, also, dass das dringend notwendig war, das steht außer Streit. Mein Vorwurf ist nur, man hätte so ihn ausgabenseitig finanzieren. Das zweite große Thema, das sich derzeit stellt in der Bundespolitik, ist das Thema das ewige Thema des Föderalismus. Es gibt das alte Diktum, die neuen Bundesländer halten sich eine Bundesregierung, die gibt ihnen Geld über den Landesfinanzausgleich und die Bundesländer verteilen das, wie wenn es kein Morgen gäbe. Jetzt will der Finanzminister über den Finanzausgleich, über eine neue gemeinsame Buchhaltung, das Ganze eindämmen. Kann das gelingen? Wenn die Hoffnung bei mir Vorrang hat, würde ich sagen ja. Wenn die Realität Vorrang hat, würde ich sagen nein. Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe das im Parlament einmal vom Rednerpult aus sogar gesagt, im Grunde ist das wirklich watschen einfach. Das Parlament ist die höchste Instanz der Gesetzgebung des Bundes. Aber kein Parlamentarier lebt im Bund, wohnt im Bund und arbeitet im Bund. Er lebt, arbeitet und wohnt in einem Bundesland, in einer Gemeinde. Und kein Bundesmandatar, der auch dort gewählt wird, bitte. Auf Bundesebene wirst du gewählt in deinem Wahlkreis. Ja, du wirst gewählt in deinem Wahlkreis. Daher ist es verständlich, und ich kann mich erinnern, das ist schon einige Zeit her, es ist heute nicht mehr ganz so arg, aber ich kann mich erinnern, Landeshauptmann Ratzenböck in Oberösterreich. Da haben wir mal eine Auseinandersetzung gehabt bei einem Krankenversicherungsgesetz. Da war der Vorschlag, die Krankenkassen zahlen nicht mehr als X%, was die Länder getroffen hätten mehr zahlen müssen. Und da hat der damalige Landeshauptmann Ratzenböck den legendären Ausspruch getan, wenn einer meiner Abgeordneten da im Parlament zustimmt, ist er die längste Zeit Abgeordneter gewesen. Das hat sich gebessert. Das Wahlrecht ist anders, also ungefähr die Hälfte der Mandatare im Parlament zieht ein, aufgrund von Regionalmandaten, auf Direktmandaten hatte auch ich immer, und die andere Hälfte zieht ein aufgrund von Listenmandaten. Du bist natürlich stärker, und ich habe das Vorteil gehabt, in der einzigen Partei zu sein, die ein absolutes Vorzugsstimmensystem hat. Das hat nur die ÖVP Niederösterreich. Da entscheidet der Wähler am Wahltag in der Wahlzelle, wen gibt er die Vorzugsstimmen, und die sind dann entscheidend. Also du musst vor der Wahl unterschreiben,
Die Reihung der Partei ist eine vorläufige. Letztlich entscheidet dass die Zahl der Vorzugsstimmen. Wenn ein anderer eine mehr gehabt hätte, wäre ich weg gewesen. Und das stärkt den Mandatar natürlich schon sehr. Im Grunde müssen wir das Wahlrecht, wie es jetzt die Bundesrepublik auch vorhat, eigentlich generell in die Richtung ändern. Nicht? Weil die Abhängigkeit der Mandatare von der Partei ist ja immer noch zu groß. Kommen wir zurück zum Föderalismus. Es gibt Stimmen in der Republik, Bundeskonvent hat es gegeben, Rechnungshof sagt es immer wieder, 9 Bundesländer sind zu viel, 9 Landesregierungen sind zu viel, 9 Landeshauptleute sind zu viel, der Bundesrat ist unnötig, der von den Ländern beschickt wird. Und es gibt jetzt den Vorschlag von manchen, der ist schon Jahre alt und wird jetzt erneuert, man sollte Österreich in 3 Verwaltungsbezirke einteilen, zusammenlegen. Österreich West mit Vorarlberg, mit Tirol und Salzburg, Österreich Mitte mit Oberösterreich, mit Kärnten und mit der Steiermark und Österreich Ost mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Wäre das ein probates Mittel, um sozusagen den alten Vorwurf, Österreich leistet sich 9 Einheiten, Bayern ist größer als Österreich und ist nur Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Tja, es ist genauso wie früher. Jeder Experte würde sagen, jawohl, die politische Realität, da sehe ich das in absehbarer Zeit nicht. Wir werden schon einen großen Schritt vorwärts, wenn einzelne Bundesländer grenzüberschreitend kooperieren würden. Die berühmte Thematik Aschbitteuer und der Seite der Grenze, das andere jenseits der Grenze und so weiter. Selbst in so kleinen Bereichen werden schon Fortschritte, wenn man da grenzüberschreitend stärker kooperieren will, nur zwischen 2 Bundesländern, zwischen Steiermark und Burgenland oder zwischen Steiermark und Kärnten oder sonstiger dort. Selbst da geschieht noch so wenig. Also noch einmal, jeder Experte würde sagen, hundertprozentig richtig. Realität kennend sage ich, schön wär's, aber ich fürchte, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Hoffentlich erleben es unsere Kinder noch. Okay, weil wir gerade im Gewerbeverein sitzen. Ja. Jetzt hat es in dieser Steuerreform und in den anderen Reformen, die jetzt in Krems heute und morgen angekündigt werden, sagen wir es einmal freundlich, schaut es so aus, wie wenn es für die Wirtschaft relativ wenig gäbe. Stichwort Registrierkasse, Stichwort der Förderungsdschungel wird durchforstet und wahrscheinlich zur Hälfte reduziert. Und gleichzeitig wird gesagt, nein, wir müssen alles tun, um den Standort Österreich wettbewerbsfähig zu halten oder noch wettbewerbsfähiger zu machen. Wie passt denn das alles zusammen? Du, das passt überhaupt nicht zusammen und ich habe vor ein paar Tagen im Kurier in einem Interview den derben Ausdruck verwendet, solange der Unternehmer als Kreuzung zwischen Prügelknabe und Melkkuh gesehen wird, solange werden wir kein Wirtschaftswachstum haben. Ich muss ehrlich sagen, aber das ist derb formuliert, aber es ist wirklich der Inhalt. Weil ich denke, in Krems wieder, jetzt wird das Bonus-Malus-System beschlossen. Das klingt auf den ersten Blick super. Ich sage, okay, Ausgleich zwischen älteren und jüngeren Arbeitskräften, aber ich sage, allein das Wort Malus ist psychologisch, semantisch völlig falsch. Du musst froh sein und dankbar sein für jeden Unternehmer, der bereit ist, sein privates Geld zu investieren in Arbeitsplätze. Jetzt sagst du denn, aber wenn du nicht die Leute beschäftigst, von denen wir gerne hätten, dass du sie beschäftigst, nämlich mehr Ältere, dann kriegst du einen Mal eine Strafzahlung. Und das ist ja abenteuerlich, umso mehr, als man das gleiche Ziel mit anderen Maßnahmen erreichen könnte, zum Beispiel, wenn man die Sozialversicherungsbeiträge anders staffelt. Ich sage, okay, ich sage jetzt der Hausnummer, die 35- bis 50-Jährigen zahlen eine Spur höhere Beiträge und ab dem 50. Lebensjahr zahlst du ein bisschen weniger Beiträge, damit man die älteren Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt wieder konkurrenzfähig macht. Wir haben das Drama, das jahrzehntelang die Lohn- und Einkommenspolitik gut gemeint, die älteren Arbeitskräfte mit Biennalsprünge, Stammarbeit so verteuert hat, dass sie heute am Arbeitsmarkt zum Teil nicht mehr konkurrenzfähig sind. Was sage ich dem 50-Jährigen, der mir sagt, ja, mein Chef hat gesagt, der 30-Jährige bringt die gleiche Leistung, ist aber 35% billiger. Also insofern sind es lauter Dinge, wo ich sagen muss, solange wir nicht von der Politik her die Wertschätzung des Unternehmers haben, solange werden wir ein Problem haben. Und ich muss sagen, du hast gesagt, ich bin schon lange im Geschäft, aber die Stimmung in der Wirtschaft war noch nie so schlecht, wie ich sie jetzt erlebe. Eine Reglementierung nach der anderen. Ja gut, aber auf der anderen Seite könnte man ja sagen, und da appelliere ich jetzt an dein ÖVP-Herz, die ÖVP müsste ja jubilieren. Man hat die Vermögensteuer verhindert, man hat die Erbschaftssteuer verhindert, die Millionärsteuer verhindert, etc. etc. Du selber hast einmal den plakativen Satz gesagt, die SPÖ geht davon aus, dass Eigentum Diebstahl ist. Naja, die ÖVP hat ja gerade diese klassenkämpferische Note gerade noch verhindert. Also müsstest du eigentlich zufrieden sein, ne? Tja,
richtig ist, ich habe da auch 11 Unternehmerverbände gleichsam koordiniert und als deren Sprecher fungiert, die sich das Ziel hatten, Eigentumssteuern zu verhindern. Aber das ist natürlich eine reine defensive Aufgabe. Ich meine, was zu verhindern ist zwar gut, aber es ist nicht das, was eine Offensive wäre. Und die Offensive wäre natürlich gewesen, wir sparen auf der Ausgabenseite und verwenden das Geld für eine Steuersenkung und nicht, wir tun Steuern umverteilen. Nicht? Also insofern, ja, das eine war sicherlich ein Erfolg, wobei natürlich, sage ich auch ganz offen, das mit der Grunderwerbsteuer, da haben die Medien schon recht, das ist eine Erbschaftssteuer durch die Hintertür. Nicht? Und das schmerzt mich besonders, weil das trifft natürlich zwei Grundwerte der ÖVP, nämlich Eigentum und Familie. Gut, abschließend zum Kapitel Bundesregierung. Wie bist du eigentlich, oder wie siehst du nach deinen 30 Jahren im Parlament und deinen langen, langen Jahren in der ÖVP, wie siehst du eigentlich den Zustand zunächst einmal der SP und des Herrn Faymann? Der Faymann wird ja bekanntermaßen verunglimpft als, naja, der Dachsler als Kanzler und so weiter. Und beim Herrn Mitterlehner weiß man noch nicht recht, ob das Experiment gelingen wird, ne? Naja, schau, ich würde eines sagen, um nicht missverstanden zu werden. Ich habe immer ein sehr korrektes und angenehmes Verhältnis zum Bundeskanzler Faymann gehabt. Er war sogar bei einer Geburtstagsfeier und. Also alles, aber ich muss ehrlicherweise sagen, er hat sich selbst wahrscheinlich in eine gewisse Abhängigkeit von ÖGB und Arbeiterkammer begeben. Allein, dass eine große Partei wie die SPÖ sagt, wir haben kein eigenes Steuerreformkonzept, wir übernehmen einfach das Konzept von ÖGB und Arbeiterkammer, war für mich schon eigentlich ein Armutszeugnis, muss ich ganz offen sagen. Und natürlich stärkt es ihn auch nicht, wenn der Bürgermeister Häupl ihn zur Seite schiebt und erklärt, na, wir machen doch keine Vermögensteuer. Ja, monatelang vom Faymann getrommelt, wir brauchen eine Vermögensteuer. Oder Häupl sagt zum Finanzminister, das geht ihm nichts anderes, ja, die Pensionen sind. Ne? Ja, aber das ist halt in der SPÖ, sind also ist die Macht so verteilt, dass halt der Bundeskanzler, haben oft den Eindruck, nicht der Stärkste in der Partei ist. Und das ist, ich wünsche mir als Gegenüber, immer einen starken Partner, aber mit einem schwachen Partner bringe ich nichts zusammen. Das ist ganz einfach. Wie schaut es mit Mitterlehner aus? Es hat fast den Eindruck, dass der Mitterlehner, der Schelling und auch der Sebastian Kurz ein Dreierpaket ist, ja, von der ÖVP, die drauf und dran sind, die SPÖ, obwohl Mehrheitspartei, ja, ein bisschen an die Wand zu drücken. Ja, schau, also ich sage jetzt nicht als ÖVP, aber ich sage, aber ich sage es jetzt nicht so geistern sehr subjektiv, aber ich glaube wirklich, dass die Regierungsmannschaft der ÖVP, dass wir schon lange keine so tolle Regierungsmannschaft hatten. Du hast drei Namen erwähnt, der Brandstätter kannst du genauso erwähnen, ein großes Kaliber, da ist der Brandstätter, also wirklich eine ganz tolle Regierungsmannschaft. Aber ich habe auch an Hans-Jörg Schelling und an Brandstätter gesagt, so sehr ich froh bin, dass ihr bereit seid, in die Regierung zu gehen, bitte, ganz wichtig, weil viele sagen das drüber gar nicht an. Das Kaliber wie der Schelling und der Brand in die Regierung gehen, bitte, da musst du ja dankbar sein. Das sind wir, die haben auch sehr gute Werte in der Öffentlichkeit, aber ich habe gesagt, aber eins muss euch schon bewusst sein. Am Schluss heißt die Frage nur, was hat die Regierung zusammengebracht? Und ihr habt einen Partner, mit dem man halt sehr schwer was zusammenbringt, gerade im Reformbereich. Gut. Dann kann ich das jetzt, ist das Problem. Dann kann ich dich jetzt aber als Profi fragen, wie ist denn deine Perspektive persönlich für diese Regierung? Hält diese Koalition deiner Meinung nach bis 2018 oder geht sie vorher über den Jordan oder ist in der SPÖ was los, dass man zu Neuwahlen kommen muss? Also ehrlich gestanden, wenn nicht Außergewöhnliches passiert, was derzeit nicht absehbar ist, gehe davon aus, dass die Koalition hält bis zum nächsten regulären Wahltermin. Natürlich ist nicht auszuschließen, was in der ÖVP auch gegeben hat, ohne dass es Neuwahlen gegeben hat, dass ein Wechsel an der Spitze steigen sein könnte. Ist aber ohne Neuwahlen passiert. Ohne Neuwahlen. Muss man der SPÖ auch zugestehen. Ja. Kommen wir zur ÖVP. Das ist ja ein langes und großes Kapitel und ein leidvolles Kapitel. Wie hast denn du die ÖVP in den letzten 15 Jahren erlebt? Du hast selber gesagt, Schwarz-Blau ist für dich eines der Highlights in deinem politischen Leben gewesen. Wie hast denn du erlebt, also Schüssel, Molterer, Spindlecker, Bröll? Tja, also da hat er richtig zitiert, ich habe mal gesagt, von den 30 Jahren im Nationalrat waren die schönsten Jahre die Jahre 2000 bis 2007. Genau. Aus einem einfachen Grund, weil in diesen Jahren war Politik Zukunftsgestaltung. Und der Wolfgang Schüssel hat immer gesagt, und das unterscheidet ihn von seinen Nachfolgern, hat immer gesagt, erstens, ich trage die politische Hauptverantwortung als Bundeskanzler. Ich handle nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn ich überzeugt bin, eine Reform ist notwendig für die Zukunft des Landes, dann mache ich sie,
auch wenn ich viertens am nächsten Tag von der Kronenzeitung geprügelt werde. Davon ist heute nichts zu sehen, eher ist es umgekehrt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon vor einem Jahr in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten auch gesagt, also was mir schon Sorge macht, wir entwickeln uns zu einer Boulevarddemokratie. Machen wir den Eindruck, der Boulevard bestimmt, was die Politik machen soll. Wir lassen uns hineintreiben vom Boulevard in gewisse Dinge, wo du nachher sagst, eigentlich war das ein Unsinn. Ich könnte einige Beispiele nennen, aber das ist demokratiepolitisch ist das ein Problem. Da man sagt, okay, wir haben eine derartige Machtkonzentration in den Gratiszeitungen und in der Kronenzeitung. Die Kronenzeitung ist eine gut gemachte Zeitung, um nicht zu verstehen. Aber liegt es nicht an der Schwäche der Parteien, dass sie sich Der Punkt ist natürlich, der Boulevard wäre nie so stark, wenn die Politik geschlossen dem Boulevard gegenübertreten würde. Aber solange immer eine Partei glaubt, sie hat doch einen Vorteil vor den anderen, wenn es mit dem Boulevard heult, solange wird der Boulevard der Stärkere sein. Wenn die Parteien an einen Strang ziehen, könnte man sofort die Macht des Boulevards einschränken. Aber ist es nicht auch so, dass die Medienpolitik der SPÖ ist zielgerichtet? Ja. Das geht tatsächlich auf den Boulevard, ja. Inserate und dergleichen kennen wir. Aber ist es nicht so, dass die ÖVP zum Beispiel eine staatstragende Partei, und sie ist ja seit 30 Jahren in jeder Regierung, dass die ÖVP in Wahrheit überhaupt keine Medienpolitik betreibt und daher auch sich sehr, sehr schwer tut mit Medien? Oder auch mit dem ORF, ne? Tja, also... Du kannst offen sprechen. Ich habe im Club mehrmals gesagt. Ich bin aufgestanden und gesagt, was ich jetzt sage, ich kann mich selber nicht mehr hören, weil ich immer das Gleiche sage. Die ÖVP, habe ich gesagt, hat ein doppeltes Kommunikationsproblem. Keine Kommunikation nach innen oder zu wenig und keine Kommunikationsstrategie ist gleich Medienpolitik nach außen. Und da hat sich nicht viel seit dem Abgang von Spindler, hat sich einiges gebessert seit dem Abgang von Spindlecker, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir eigentlich sein sollten. Dass sie beim ORF fast alles verspielt haben. Das ist so eine bekannte Tatsache. Aber das war schon unter Julius, den großen Julius Rapp, der hat schon gesagt, das Fernsehen damals, wir werden das Kastl reinschauen. Also das hat ja Tradition in der ÖVP, würde ich fast sagen. Ich habe am Anfang gesagt, dass du, oder erzählt, dass du als Abgeordneter 107 Mal angelobt worden bist in Ausschüssen. Das ist also ein gewaltiges Pensum. Gleichzeitig warst du als gebürtiger Wiener immer ein regional verantwortlicher Abgeordneter, und zwar im schwierigsten Terrain Österreichs, nämlich im Waldviertel. 30 lange Jahre am Eisernen Vorhang, das heißt also irgendwie abgeschnitten von der Welt, nämlich auf die andere Seite, hat sich bis heute noch nicht wirklich ganz normalisiert, aber immerhin. Wie ist es eigentlich, wenn man als Waldviertler Abgeordneter in den Entern grinnt, wie man so schön sagt, nicht? Agiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Hohen Haus, Bundespolitik und so weiter. Wie passt das zusammen? Ja, das war ja für mich überhaupt das Faszinierendste an der Politik überhaupt. Dieser Kontrast, du siehst spät abends bis nach Mitternacht mit irgendwelchen Bauern im hintersten Waldviertel beieinander und am nächsten Tag fliegst du in der Früh nach Brüssel zu einer großen Konferenz. Zu der EU-Kommandantin. Genau. Noch, ja. Du hast eine derartige Bandbreite. Das war wirklich faszinierend. Dieser Kontrast, das ist unglaublich. Das hat mich wirklich 30 Jahre lang fasziniert. Ich war damals geschockt, wie der Alois Mock gesagt hat, du kriegst ein Mandat im Waldviertel. Und war dann jahrzehntelang dankbar, dieses Mandat zu haben. Erstens ist die politische Kultur dort eine andere. Nämlich handfester wahrscheinlich. Handfester. Und ehrlicher. Die Menschen dort sind ehrlich, hast du selber gesagt, ehrlich, treu, dankbar, aufgeschlossen. Und ich habe alles mit denkbar schlechten Voraussetzungen, nämlich als Wiener, als Studierter, von der industriellen Vereinigung kommend, eigentlich denkbar schlechte Voraussetzungen gehabt, Mandatar da im Waldviertel zu werden. Und ich muss sagen, ich habe ab dem ersten Tag keine Probleme gehabt. Das rechne ich heute noch den Waldviertler wirklich hoch an, weil sie gesagt haben, uns ist lieber, wir haben einen Mandatar da, der im Parlament einen Einfluss hat, als einer, der ein Waldviertler ist und in der letzten Bank sitzt. Also das heißt zwischen Gmünd, Weidhofen, ja. Horn, Gas am Kamp, volle Länge. Volle Länge, genau. 7000 Kilometer im Jahr. Gibt es eigentlich für dich, Günther, hast du irgendein politisches Vorbild jemals gehabt in deiner politischen Laufbahn? Sei es Julius Raab oder wer immer. Also ein Vorbild in dem Sinn nicht. Eigentlich nicht. Mein erster Kontakt war als kleiner Bub,
der damalige Bundeskanzler Figl, der zu meinem Großvater, der Förster in der Steiermark, immer auf die Jagd gekommen ist. Dadurch habe ich einen ersten Bezug bekommen und habe mir wahnsinnig imponiert, wie damals, das war doch eigentlich noch die Nachkriegsjahre, wie da ein Politiker mit einfachen Worten die Menschen motivieren kann. Das war natürlich schon sensationell, aber so, trotzdem war er kein Vor. Ich habe so von mehreren Politikern einfach Dinge gesehen, wo ich sage, das ist aber eine tolle Geschichte. Ne? Aber dass ich einen gehabt hätte, das würde ich nicht sagen. In dem Zusammenhang, ich selber bin jetzt 45 Jahre als Journalist tätig, als politischer Journalist, und ich habe den Eindruck, dass also in den späten 60ern, Anfang 70ern, als ich meine Laufbahn begonnen habe, die Bevölkerung der Politik als solche und den Politikern wesentlich respektvoller entgegengekommen sind als heute. Woran liegt es, dass die Politik den Ruf, den sie hatte, verloren hat? Woran liegt es deiner Meinung nach? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Da gibt es mehrere Gründe. Nicht? Aber ein Grund ist sicherlich, dass sehr oft sehr viel versprochen wurde und nicht gehalten wurde. Zweitens ist sicherlich auch der Grund, dass man gesehen hat, egal ob das jetzt die Hypo-Sache ist, was in dem Land alles passiert, wo man sagt, das übersteigt unsere totale Vorstellung eigentlich. Wobei da die Politik ein bisschen in Schutz nehmen möchte sogar, weil ich sage, wenn du hast eine Nationalbank, umgekehrt, wenn du hast laut Aktiengesetz einen Vorstand, wenn du laut Aktiengesetz einen Aufsichtsrat hast, wenn du einen Bankprüfer hast, wenn du einen Staatskommissär hast, wenn du eine Finanzmarktaufsicht hast, wenn du eine Notenbankaufsicht hast, dann frage ich mich, ja, wie kann das alles passieren? Und alle sieben sind aber keine Politiker. Also, und da hat der Faymann nicht Unrecht gehabt, wie der Faymann mal gefragt wurde, wieso haben sie damals zugestimmt der Verstaatlichung? Hat er gesagt, was hätte ich machen sollen? Da hat die Finanzmarktaufsicht gesagt, die Notenbank, die Experten des Finanzministeriums, der Trichet, hätte ich genau das Gegenteil gemacht, wäre ich voll in Ziehung gekommen. Und ich habe auch untersuchen sollen. Ich sage, tut jetzt nicht primär schauen, wer politisch schuld ist, sondern schaut einmal, wo das System versagt hat. Und das System hat total versagt. Aber trotzdem noch einmal die Frage gestellt, ich versuche es jetzt in ein Bild zu kleiden. Ja. In den Nachkriegsjahren hat Österreich zwei große Themen gehabt. Ja. Von 45 bis 75 etwa ein großes Thema, das alle vereint hat, das war der Wiederaufbau. Von 75 bis 95 wiederum alle vereint, wir gehen in Richtung Westen, Richtung EU-Beitritt. Ab 95 kommt man vor, fällt irgendwie die Zielsetzung. Das stimmt, die große Vision ist nicht da. Die große Vision, vergleichbar mit Wiederaufbau und vergleichbar mit EU, ist nicht da. Das muss man ganz nüchtern sagen. Ich meine, im Grunde kann man nur sagen, okay, wie können wir? Ich sehe zwei große Herausforderungen. Wie können wir in dem immer härteren globalen Wettbewerb überhaupt konkurrenzfähig bleiben, das heißt Arbeitsplätze absichern? Und wie können wir zweitens eine lebenswerte Umwelt uns erhalten? Ich glaube, das sind die beiden großen Herausforderungen, die man auch entsprechend kommunizieren müsste, weil sie sind trotzdem nicht vergleichbar mit der Wiederaufbauphase und der EU. Geht es aber nicht auch um einen neuen Lebensentwurf generell? Wir haben heute den Umstand, dass die Leute Gott sei Dank älter werden, dass die Lebenserwartung dramatisch gestiegen ist, bis 90 und so weiter. Gleichzeitig haben wir aber ein Pensionssystem, das also die Leute spätestens 65-jährig in die Pension zwingt, obwohl sie noch gar nicht in die Pension wollen. Andererseits, viele Wirtschaftstreibende haben keine andere Chance, als ihre Payroll zu entlasten, weil sonst können sie selber nicht überleben mit dem Betrieb. Da muss ja irgendwas einmal passieren. Ja. Ich glaube, du hast jetzt gleich eine Antwort zu deiner Frage geliefert. So groß die Herausforderung Wiederaufbau war, so groß die Herausforderung war EU, gemeinsam mit Europa. Wir haben heute eine derartige Vielfalt von unterschiedlichen Herausforderungen, dass die einzige ganz große eigentlich fehlt. Wir haben die Herausforderung, du sagst, Pensionssystem. Eine riesige Herausforderung. Wir müssen das faktische Pensionsalter anheben. Das können keine Pensionsexperten machen. Das muss eine konzertierte Aktion sein von Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Lohnpolitik und, und. Wir haben das gleiche im Bildungssystem. Was wäre für dich das ideale Pensionsalter 70? Schau, ich sage immer, ich bin kein Träumer. Wenn wir allein das deutsche faktische Pensionsalter hätten, das ist 3 Jahre höher, das ist 61 statt 58. Wenn wir das schwedische hätten, das ist 5 Jahre höher, wäre ich schon glücklich.
Weil die Schweden und die Deutschen leben nicht schlechter, sind nicht schlechter dran. Und ein Jahr kostet uns 1,3 Milliarden. Also wenn ich das faktische Alter der deutschen Kollegen hätte, hätte ich schon 4 Milliarden jedes Jahr. Damit wäre schon 4/5 der Steuerreform ausgabenseitig finanziert, ja, und nicht einnahmenseitig. Ne? Also, aber ich glaube einfach, dass wir, da haben wir die ökologischen Herausforderungen, die ja damals eigentlich kein Thema waren in der Wiederaufbauphase. Ne? Also ich glaube, wir haben in so vielen Bereichen so eine Fülle von Einzelherausforderungen, wir haben aber nicht diese einzige ganz große Herausforderung. Mhm, richtig. Das große Design fällt. Ne? So, zum Schluss und als letzte Runde sozusagen kommen wir noch zur Europäischen Union. Also schauen wir über den Gartenzaun Österreich ein bisschen hinaus. Man hat den Eindruck, dass also Österreich als MOG 1989 dem Roland Dumas den Beitrittsansuchen für Österreich übergeben hat. Ab da ist dann gut gespinnt, eine Beitrittseuphorie bei den Österreichern spürbar. Das hat dann 66% bei der Volksabstimmung 94 ergeben. Und heute hat man das Gefühl, dass die Österreicher, die mit 66% zu den stärksten Befürwortern national gehört haben, innerhalb der EU, dass die Österreicher heute EU-verdrossen sind. Woran liegt es? Liegt es an der Politik der EU? Liegt es an den österreichischen Personen, die Österreich in der EU vertreten? Oder ist es die Ernüchterung, dass der Euro doch nicht das braucht hat, was er bringen hätte sollen? Na, wenn du gesagt hast, der richtige Unterschied, damals 2/3 bei der Volksabstimmung und heute die Skepsis. Denke zurück, bitte, vor der Volksabstimmung war das ein nationaler Kraftakt der Regierungsparteien, der Sozialpartner in Richtung, wir müssen Europa kommunizieren. Vor allem der SPÖ, ne? Ja, seit das passiert ist, geschieht ja nichts. Europa wird nicht kommuniziert, bitte. Und ich muss ehrlich sagen, ich sage immer wieder, wir müssen in Europa ja wahnsinnig Acht geben, dass wir nicht in Europa auf dem Weg nach einem vereinten und größeren Europa einfach die Bürger verlieren. Die Bürger verstehen ja das nicht mehr. Wobei ich schon zugebe, es ist wirklich alles, Sinowatz haben wir noch ausgelacht vor ein paar Jahren, aber es ist wirklich alles wahnsinnig kompliziert. Wenn ich allein an das Griechenland oder andere Themen denke, es ist wirklich kompliziert, aber ich glaube, es wird einfach wirklich viel zu wenig kommuniziert. Es ist sogar so, dass im Parlament in Wien, bitte, hat man lang diskutieren müssen, darf ein Europaparlamentarier in Wien im Parlament auch reden. Ja, das ist ja an sich absurd, bitte. Ist ja völlig absurd. Ne? Wieso ist das eigentlich bis jetzt nicht geregelt? Ist man eifersüchtig auf den Herrn Karas oder wie sieht denn das? Es gibt schon ein Spannungsverhältnis zwischen den nationalen Parlamenten. Das ist ja in jedem Land so. Ein Spannungsverhältnis zwischen nationalen Parlamenten und europäischen Parlament. Wobei ich bei der Gelegenheit auch sagen muss, bitte, wenn heute viele sagen, 80% unserer Gesetze werden in Brüssel entschieden. Das ist ein Nonsens, bitte, ein totaler Nonsens. Wir können mit Ausnahme der Mehrwertsteuer die ganze Finanzpolitik selber machen. Wir können die ganze Sozialpolitik allein machen. Am wenigsten können wir machen im Bereich der Agrarpolitik, also da ist das meiste, aber ich ständig höre, 80% der Gesetze wird in Brüssel vorbestimmt. Das ist ein Holler. Nicht? Aber trotzdem, ich gebe zu, ist eine Konkurrenzsituation ist immer da. Nicht? Jetzt hat Österreich im Rahmen der EU quasi eine Position, die sich sehr, sehr stark an Deutschland anlehnt. Man hat das immer damit begründet, dass Österreich also tatsächlich die Wirtschaftsverflechtung mit Deutschland so stark hat und so weiter und so fort. Im Übrigen österreichische Wirtschaft, 6% glaube ich exportorientiert, jeder 6. Euro geht in den Export und so weiter. Und Deutschland steht jetzt aber da, und das ist heute aktuell im Spiegel ja sehr böse dargestellt, also Naziland Deutschland und so weiter, also Naziland im Sinne von, sie unterdrücken wieder die Griechen und so. Ist diese Austerity-Politik, die jetzt durch Europa jagt, dieses Sparen, 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 ist das deiner Meinung nach, und du warst ja oft in Brüssel und viel in Brüssel, ist das ein probates Mittel, um diesen Kontinent wirklich wirtschaftspolitisch so zu festigen und weiterzubringen, dass er im globalen Wettbewerb zwischen Amerika, USA und Asien bestehen kann? Na schau, man hat sicherlich einen Fehler gemacht, und das haben wir im Parlament, das haben wir nicht erst, sagen wir erst heute, aber damals schon gesagt. Mhm. So notwendig sparen ist, aber sparen allein kann nicht die Lösung sein. Du brauchst ein strategisches Dreieck. Du musst schauen, dass du die Ausgaben im Griff hast. Du musst schauen, dass du Strukturreformen durchführst, und du musst Wachstumsimpulse setzen. Also bremsen und Gas geben zugleich. Zugleich. Ne? Ist natürlich nicht leicht, aber es geht.
Und wo liegt der Unterschied? Ich glaube, also die Länder, die ja die Problemstaaten waren, wie zum Beispiel Irland, Portugal, haben es ja gezeigt, dass es geht. Mhm. Ja, die Griechen sind natürlich ein Sonderfall. Der schwierigsten Bedingungen. Die sind ja ein Sonderfall. Ja. Griechenland ist ja ein Drama. Die reichen Griechen haben alles ihr Geld schon längst im Ausland. Gut, aber reden wir aber vor mindestens 5 Jahren schon. Ne? Ja, genau. Ja. Kein griechischer Tanker läuft unter griechischer Flagge. Das ist schrecklich. Und, der arme Grieche kann wirklich das Geld für Essen und Heizen fast nicht auftreiben. Das erleben wir gerade aktuell, dass der Herr Tsipras, der Ministerpräsident, jetzt gerade in Berlin ist, bei der Frau Merkel ist. Das Schlagwort des Grexit geistert um. Ist das eine probate Alternative, ein Austritt von Griechenland, oder würde das den kompletten Euroraum beschädigen, was dann hinführt möglicherweise zu einer Zweiteilung Nordeuro, Oliveneuro? Also ich spreche mich nicht für den Grexit aus, aber wenn er stattfindet, wäre er lang nicht so gefährlich wie vor 4, 5 Jahren am Höhepunkt der Finanzkrise. Weil damals musste man befürchten, dass ein Dominoeffekt ausgelöst wird. Wenn so gleichsam die Finanzspekulation Griechenland in die Knie zwingt, aber gut, dann fällt Portugal um, dann fällt Irland um, dann ist die Frage Spanien, dann ist die Frage Frankreich, Italien und so weiter. Also die Gefahr sehe ich heute nicht. Das heißt, wenn heute Griechenland ausscheidet, hat weniger Europa das Problem, da hat Griechenland das Hauptproblem, nicht? Weil die Schulden sind ja alle in Euro trotzdem. Also, aber ich glaube, es wird sicherlich alles getan, aber der Ball liegt bei den Griechen. Ich meine, das Problem können nur die Hausaufgaben der Griechen müssen gelöst werden. So schwierig das ist wahrscheinlich, aber andere Länder haben es auch geschafft. Und wieso war Österreich, was die EU betrifft und Brüssel betrifft, von 95 weg, also vom Beitritt weg, bis etwa 2006, 2007 in Brüssel höchst angesehen als kleine Nation? Und wieso, deiner Meinung nach, ist dieses Ansehen bis heute fast auf den Nullpunkt geschwunden? Zitat oder Anekdote: Faymann fährt zu Merkel nach Berlin. Anschließend sagte Merkel im kleinen deutschen Kreis: Naja, da kommt einer, fragt mich, was ich sage, und dann geht er mit meiner Meinung raus. Faktum ist, dass damals Europa und die EU auch beeindruckt war von der Zweidrittelmehrheit bei der Volksabstimmung und gespürt hat, da sind Menschen in diesem Land, die bekennen sich klar zu Europa. In der Zwischenzeit hat natürlich die Politik sehr oft den schweren Fehler gemacht, zu sagen, alles, was euch gefällt, alles, was gut ist, kommt von uns, alles Schlechte kommt aus Brüssel. Die in Brüssel. Ich habe gesagt, bitte, Brüssel sind auch wir. Wir sind dort Mitglied. Und es geht nicht an, dass wir dort einfach gewisse Dinge mittragen und dann fahren wir nach Hause wie das TTIP, dieses Freihandelsabkommen der EU-USA. Dort stimmt man zu und dann kommt man nach Hause und heult mit dem Boulevard, mit der Kronenzeitung und sagt, eigentlich ist das schädlich und was Gott, und die Chlorhühner kommen und was Gott, was alles. Ich meine, also das hat sicherlich dazu beigetragen, dass unser Ansehen in Brüssel Step by Step, schrittweise gesunken ist. Und hängt es auch damit zusammen, dass unsere Außenpolitik bis zum Eintritt von Sebastian Kurz vielleicht doch nicht so toll unterwegs war wie in den Jahren zuvor? Schau, dass es jetzt besser ist, sieht man, was der junge Sebastian Kurz leistet, ist wirklich ganz toll, finde ich. Und er hat wirklich wieder unsere Außenpolitik wieder international und glaube, am Freitag fliegt er wieder zur UNO und so weiter, wirklich wieder stärker präsent gemacht. Das mag sicherlich auch mitgespielt haben, gar keine Frage. So, und jetzt ganz zum Schluss, wir haben glaube ich noch 5 Minuten, wenn ich das richtig sehe. 2 Fragen. Eine etwas bösartige vielleicht an den ÖVP-Mandatar. Wenn du Außenminister, Finanzminister und Vizekanzler gewesen wärst, hättest du einen Job in der Ukraine angenommen? Du kennst die Antwort. Gut, zum Schluss, Günther, du bist jetzt 72, wenn ich das richtig sehe, bist nach wie vor umtriebig, sitzt in diversen Firmen, in Aufsichtsräten, glaube ich. Was wird man von Günther Stumpfoll noch alles erleben in den nächsten Jahren, was nicht mit Politik zu tun hat? Naja, also was nicht mit Politik zu tun hat, ist ein bisschen schwierig, weil mein Bestreben ist ja auch jetzt. Ne? Ich habe immer gesagt, ich habe 2 Kritikpunkte immer gehabt. Erstens, das bürgerliche Lager das sogenannte bürgerliche Lager, ist wahnsinnig zerklüftet. Und das Zweite, dass mir ein bisschen der selbstständige Bürger fehlt. Da drohen Maßnahmen des Gesetzgebers,
Du weißt genau, wer betroffen ist. Die sitzen alle in der Loge und schauen zu, was bringt die ÖVP zusammen. Und an diesem Beispiel habe ich jetzt begonnen, Anlass war die berühmte Steuerreform, einfach 11 Interessensvertretungen unter einem Dach zusammenzufassen. Das ist Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Industriellenvereinigung, Hoteliervereinigung, Handelsverband und. Also erstens, wir treten geschlossen auf. Ich bin der Sprecher dieser Gruppe, erstens. Und zweitens, wir artikulieren es in der Öffentlichkeit. Wir lehnen uns nicht zu und sagen, schauen wir mal, was die ÖVP zusammenbringt, ob die das verhindern kann, sondern wir leisten selber auch einen Beitrag. Und ich glaube, und das ist schon für die nächsten Jahre für mich eine enorme Herausforderung. Also ein bisschen revolutionär in den alten Tagen. Na, das ist gar nicht so revolutionär. Aber es ist ja natürlich, dass eine Gruppe oder eine Interessenvertretung, die von irgendwas betroffen ist, dass die sich auch entsprechend artikulieren in der Öffentlichkeit und auch zusammenhalten. Das heißt also, die Zivilgesellschaft kriegt vom Stummfall jetzt den Impuls, oder wie? Nein. Bitte herunter. Ball flach halten. Ich nehme mich da wirklich nicht wichtig, aber das ist für mich eine wirklich unglaublich reizvolle Herausforderung. Zu sagen, können wir nicht stärker zusammenhalten? Wenn ich schaue, wie zum Beispiel im SPÖ-Bereich, Gewerkschaft und Arbeiterkammer kooperieren. Die Arbeiterkammer ist für mich schon lange keine Interessensvertretung der Arbeitnehmer, sondern es ist ein Brennrass der SPÖ. Ich meine, pardon, der Werner Mumm, kennen gut. Gut, das ist aber seit Ratzinger so gewesen. Ne? Ja, aber nein, hat sich schon verstärkt. Wie das bei den Steuerreformverhandlungen der Werner Mumm drinnen sitzt, ja, aber kein Pendant auf ÖVP-Seite sitzt. Also, ich mein, ist aber das Versagen der ÖVP, würde ich sagen. Ja, dass der Werner Mumm etwas radikaler ist als der vorname Ferdinand Latziner immer war, ist auch klar. Ne? Naja, der Ferdinand Latziner, bei dem ich Staatssekretär war, der hat für mich wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Der hat mir einmal gesagt, Sie waren doch ursprünglich ganz ein Linker in der Arbeiterkammer. Und jetzt können wir mit Ihnen die Gewerbesteuer abschaffen, die Vermögensteuer abschaffen, ein Stiftungsrecht einführen und. Ich habe halt sehen müssen, dass all das, was ich in meinen Lehrbüchern gelernt habe, dass das in der Praxis nicht funktioniert. Also eigentlich ein toller Prozess der Entwicklung. Ne? Weil der Werner Mumm immer noch in hohem Ausmaß heute ein Klassenkämpfer ist. Ne? Und wir stehen Ihnen jetzt, wenn die Kameras abgedreht sind, stehen wir Ihnen selbstverständlich für Anfragen, sollte es welche geben, zur Verfügung. Thank you.